Der Untergang des dunklen Königs. Der Krieg gegen das nördliche Nachbarland Westmarsch wurde für Kandura sein einziges Desaster. Die Truppen von Westmarsch waren nicht nur in der Überzahl, sondern verfügten auch über die weitaus höhere Motivation und nannten zahlreiche strategische wichtige Verteidigungsanlagen ihr eigen. Erst als die Truppen von Kanduras schon erheblich dezimiert waren, beorderte Lachdanan den letzten Überrest der Armee zurück nach Kanduras, dessen Hauptstadt Tristram inzwischen ein schreckliches Bild bot. König Leoric war dem Wahnsinn inzwischen vollends verfallen und geriet in Rage über das unerklärliche Verschwinden seines einzigen Sohnes. Seine letzten in Tristram verbliebenen Wachen suchten die ganze Stadt nach Albrecht ab und befragten all ihre Bewohner, doch diese konnten nicht die geringste Auskunft erteilen. Auch den Erzbischof Lazarus wollte niemand gesehen haben. Leoric bildete sich ein, dass sein Volk sich gegen ihn versprochen hätte, und ließ deshalb viele seiner Untertanen hinrichten. Als Lachdanan und die anderen Überlebenden zurückkehrten, schickte Leoric seine letzten wenigen Wachen gegen diese in die Schlacht, mit dem besonderen Auftrag, Lachdanan zu töten. Lachdanan und seinen Mannen mussten sich nun wohl oder übel verteidigen, und diese Auseinandersetzung führte sie letztlich sogar bis in die einst heiligen Hallen des Klosters. Sie mussten dort die letzten Getreuen des Leoric töten, bis sie zum unrechnungsfähig gewordenen König vordrangen und ihn zur Rede stellen konnten. Doch Leoric spuckte nur Verächtung, als er sie sah, und beschimpfte sie als Verräter gegen die Krone und das Licht. Lachdanan schritt langsam auf den König zu und stand vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Doch allen Gewissenskonflikten zum Trotz sah er sich gezwungen, sein Schwert zu ziehen. Dessen Klinge rammte er in Leorics Herz. Der einstmals edelmütige König stieß einen unvorstellbaren Todesschrei aus, und kurz vor seinem endgültigen Ableben brachte ihn seinen Geisteszustand noch dazu, einen Fluch über Lachdanan und sein Gefolge auszusprechen. Er rief die Mächte der Finsternis an, denen er sich sein ganzes Leben lang widersetzt hatte, und verdammte Lachdanan und die anderen auf ewige Zeiten. Das einst heilige Kloster war nun durch die Kampfhandlung und den Fluch für immer entweiht.